Okay. So, also es ist soweit. Der Tag der Erkenntnis kommt jetzt. Wir werden jetzt gleich aufsteigen. Wie geht's dir eigentlich? Bist du jetzt aufgeregt oder? Ja. 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 Okay, ich auch. Der Bär. Richtig, wir haben ein Bärenproblem. Also Suso hat ein riesen Bärenproblem. Okay, also wir haben, um ganz ehrlich zu sein, wir haben die Hosen ein bisschen voll, weil 14 Tage in der Wildnis ohne alles, also ohne alles, aber halt mit dem Notwendigsten, das scheint aus der Distanz wesentlich leichter zu machen zu sein, als jetzt, wo es halt losgeht. Noch abschließende Worte, bevor der Bär dich holt? Die Psyche, das wird die größte Herausforderung. Inwiefern, wie meinst du? Ja, 14 Tage. Wir zwei aufeinander. Mhm. Meinst du wirklich? Sollen wir ein Kartenspiel mitnehmen? Das kann ich doch gar nicht. Das kann ich dir beibringen. Okay. Okay. Nee. Wir haben andere Dinge zu tun. Aber nachts im Schein der Stirnlampe. Okay, wir werden es ausprobieren. Bis später. Bis später. Der Plan steht. Suso räumt die Stelle frei für die Feuerstelle, die uns den Bären vom Leib halten soll, der ja erwiesenermaßen hier lebt. Hier lebt. Dessen Leben, Lebensraum mir eindringen. Ja, aber auf eine sehr sanfte Art und Weise dringen wir ein. Dann wird zwischen den beiden Bäumen, dem und dem, wird Suso seine Hängematte spannen. Und ich versuche zwischen den beiden Bäumen mein Bett zu bauen, so wie ich es eigentlich immer baue, mein Tragenbett. Das wird die Aufgabe sein jetzt und ja, dann hoffen wir, dass wir fertig werden, bevor die Nacht kommt. Ja, erster Tag ist vorbei und gut, Stimmung ist noch gut, oder? Das ist super. Okay, Suso hat sich ein bisschen genervt, weil seine Knüpferei nicht so ganz aufging, wie sie sollte. 20 vor 10 ist jetzt und wir sind sterbensmüde und gehen jetzt auch ins Bett, oder? Was machst du so? Ja, auch ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Man kann an dieser Stelle sagen, dass ich schon ungefähr seit einer halben Stunde im Bett liege. Drecksack. Und kann schlafen. Ich tät schon. Aber, wo fehlt's? Ich würde mal sagen, der Bär ist ruhiger als der Mitreisende. Letzter Versuch. Oh. Seegang. Nun denn, gute Nacht.
zweiter Tag und ich bin total müde. Wir haben uns gestern ein bisschen überanstrengt, vor lauter Euphorie. Und heute so ein bisschen, also ein bisschen verlangsamt. Aber gut, ich mache hier eine Bank, Stühlchen und das wird auch wohl was werden. Haben wir denn verschimmelten Speck eigentlich fotografiert? Das wäre super gewesen. Besser. Ist der. Warte mal, bis er wird der Rest ausschimmelt. Nee, das machen wir nicht. Die brauchen wir, die Kokolarie. Jetzt freue ich mich auf meinen Stuhl, ich freue mich auf das Abendessen und ich freue mich auf meine Hängematte. Ich bin so schlau, ich bin da. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ah. So, guten Morgen, Tag Nummer 3. Donnerstag, glauben wir. Vermutlich. Suso, wie war die Nacht? Ich schlafe sehr, sehr gut. Also heute Nacht habe ich wie ein Murmeltier geschlafen, wenn nicht der Nachbar dauernd zum Feuer gerannt wäre. Sei froh, dass ich die Rase gefällt hat. Also ich kann nur sagen, wenn man ein gutes Bett hat, das ist schon Gold wert. Ihr solltet dabei sein, vielleicht mache ich das auch mal. Vielleicht filmen wir einfach mal so ab dem Moment, wo wir sagen, so jetzt gehen wir ins Bett. Und dann gucken wir mal, wer wie lang braucht, um endlich zu liegen. Ich habe auch erschwerte Bedingungen, das muss man dazu sagen. Ich bin schon also zweimal durch die REM-Phase, da ist er immer noch unterwegs. So, die Pläne für heute sind? Meine Bettstadt. Schauen wir mal, ob er nach 4 Tagen, der Herr Engelhardt, endlich mal schlafen kann. Okay, gehen wir es an. Also heute die Nachtstadt richten, deinen Stuhl machen. Feuerholz müssen wir auf jeden Fall besorgen. Ganz wichtig. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through, no limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Also muss schon sagen, was ich sehr bewundere an meinem Mitreisenden ist, dass er eine Ausdauer hat. Der hat eine Ausdauer.
Ja, ohne Ausdauer. Ich bin halt schneller zufrieden, habe aber dafür nicht so viel Ausdauer. Erschöpfung ist auch ein Thema. Ich merke, ich bin jetzt am dritten Tag. Ich kann nicht mehr durchballern wie am ersten. Habe heute auch Pause gemacht. Relativ viel. Fand ich gut. Aber sonst geil. Also wirklich, muss man auch mal sagen, es ist super Wetter. Alles läuft eigentlich nach Plan. Heute hat es ganz lecker geschmeckt. Ja. Ja. Morgen. Die Linse war noch zu hart. Die Linsen zu hart. Die Zwiebel und die Tomate verbrannt. Und die Pilze. Aber dazwischen war es doch gut. Alles andere war super. Okay. Das war's von heute. Ich habe gestern gar keine Tages-Vor- und Abschluss gemacht. Oh, beides. Ja. Wir haben keinen Rost gemacht. Warum doch auch nicht? Ha? Haben wir doch gerade gesagt, wir machen es in der Pfanne. Ach so. Wie heißt du nochmal? Das ist bedenklich. Manchmal denke ich mir schon, sag mal, verlieren wir hier was? Also in irgendeine Art von Fähigkeit? Achso, die Zange. Die Zange. Lass mich an die Zange denken. Heute habe ich lauter Bastelarbeit. Zange. Weißt du was nochmal? Was hast du gerade gesagt? Heute habe ich lauter Bastelarbeit. Also. Zange. Ah, dunkel und schwarz. Ah, Jesus, so Seele. Tag 6. Wir haben gestern Tag 5 irgendwie vergessen. Was auch ein bisschen dran liegt, dass die Tage ganz komisch verschwimmen. Gestern haben wir Bögen gebaut. Ja. Mit wenig Erfolg. Also ich habe 2 Bögen gebaut, die sofort gekracht sind. Suso hat... Wenn er wo die Richtigkeit hat. Ja. Sag mal. Wie heißt du nochmal? Auch so ein Ding. Wir sind unglaublich vergesslich. Liegt es an den fehlenden Vitaminen? Ich glaube, wir waren vorher schon vergesslich. Aber jetzt wird es halt. Jetzt offenbart es sich. So ein Schmetterling. Nukum. Nukum. Bei jedem Ding, was flattert, denkt man sofort, kann man das essen.
Naja, aber Schmetterling, das ist eine Staublunge. Ich würde ihn nicht essen. Staublunge, als ob es darauf noch ankäme jetzt. Wir schlafen im Rauch. Okay, dann uns fallen die anderen zwei Dinge vielleicht noch ein, dann liefern wir sie nach. Ja. Bis dahin, howdy ho, jetzt geht's. Bleibt sauber. Für euch ist es leicht. Ja. Wie viele Brotbackversuch da? Der vierte. Die anderen waren essbar, aber sagen wir mal nur unter diesen Umständen. Unter normalen Umständen hätte ich sie nicht gegessen. Hier ist man natürlich alles, ist klar. Ja, sieht gut aus. Geil. Super. Raus. Ja, so. Da haben wir unseren 200 Gramm Frühstücksleib. Super. Ein großer Wecker. Morgen gibt's Frühstück. Ganz kurz noch die Morgenandacht. Ja, es gibt Neues. Heute Nacht war der Bär da. Also in der Nähe zumindest. Ich schwöre, also ich war ja nicht betrunken. Ich wäre es gern mal wieder. Wollte ich gerade fragen. Nee, also in dem Fall nicht. Das war keine Halluzination. Das waren ganz reale, weil auch sehr, sehr laute Geräusche von einem großen, großen Tier, was sich am Baum reibt. Der Baum ächzt und kracht. Wir gehen jetzt gleich auf Spurensuche. Und vielleicht kann ich meinen skeptischen Kumpan... Ich dachte, hey, du bist der Bärenphobiker. La 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 la. Da ist kein Bär. Das ist unsere professionelle, weitmännische Überlegung zum Thema Bär. Wir gehen jetzt aber auf Spurensuche, gell? Ja. Ich glaube schon, dass es ein Bärendreck ist. Naja, Reh ist es nicht. Würmer, da bewegt sich was. Gut, da können wir jetzt auch nicht helfen. Also kann ich beruhigen, keine Menschenknochen drin. Aber der Kollege hat Würmer. Ich will einfach nicht, dass man mich für verrückt erklärt. Gut, brechen wir die Spurensuche ab. Heute waren wir wahnsinnig aktiv.
nachdem wir heute Nacht, wie ich glaube, der Bär in der Nähe war. Jetzt haben wir irgendwie erfahren, nicht irgendwie, sondern durch den Wetterbericht, dass die nächsten Tage schlecht Wetter angesagt ist und auch nachts Regen. Und da wir aber nicht ohne Feuer sein wollen nachts, haben wir gutem Grund, ja, ein Dächli für unser Bärenfeuer gemacht. Ja. Also wir überdachen unsere Feuerstelle, damit wir, mal sehen, wie lange sie nicht brennt. Mal gucken. Also sieht auf jeden Fall gut aus, die Bilder seht ihr hier. Und es, da, es wird auch windig, heißt es, ne? Also Sturm, auch sturmmäßig. Mal gespannt, ob diese Konstruktion dem Sturm standhält oder nicht. Und dann gehen wir ins Bett und schauen mal, ob er wieder kommt. Und diesmal wecke ich dich. Nein. Wenn er kommt, wecke ich dich. Dieses Geschwätz von, yeah, das wird halt ein großer Hase gewesen sein. Ja, das war's von heute. Morgen früh mehr. Gute Nacht. Tag 8, Mittagszeit, wir haben heute Morgen keine filmische Begrüßung gemacht, einfach weil wir ein bisschen Hektik waren. Wir wussten, es wird schlecht Wetter, wir mussten das Abendessen vorbereiten, wir mussten noch sehr viel Holz machen, weil der Bär wohl, so sagt man, auch bei Regen unterwegs ist. Suso ist am Wurscheln, aber es scheint einen Eindruck zu haben, als ob er mit der eigenen Takelage langsam auch nicht mehr klarkommt. Ich bin ja kein Seemann. Ja, apropos Seemann, also wir sind froh, dass es nur regnet und nicht wahnsinnig windet, weil ganz ehrlich, wir sind zwar trocken, aber nicht wirklich stabil. Also psychisch sind wir stabil, emotional sind wir stabil. Aber unsere Überdachungen. Aber die Überdachungen allesamt eher unstabil. Ja gut, wir werden sehen. Habt einen schönen Tag. Guckst du?
Dieser scheiß Rauch, echt. Das Leben ist echt eine Zumutung, finde ich. Total. Das ganze Leben ist eine Zumutung, meines Erachtens. Ein bisschen Oberhitze. Ja, mach doch mal Oberhitze. Mach mal Oberhitze an. Du. Ah, oh, guck mal, voll sacknebelig, ey. Ja, yeah, voll dunst. Nur weil wir hier das Feuer ja gemacht haben. Ah, ja, da haben wir. Ja, ist schon noch. Irgendwie freut man sich dann schon aufs Bett, ne? Bei dem Wetter. Ja. Immerhin beginnt er. Die Nacht war echt heftig. Ja. Es hat ja derart gekübelt. Ja. Es war also stundenlang. Jetzt ist natürlich auch, sieht es hier aus wie Hulle. Alles vermatscht, alles. Also. Ja. Und wir haben es so Ordnung gehalten. Ja. Es war so blitzsauber. Wir waren mal ordentlich. Ja, und jetzt? Chaos. Blöd ist jetzt nur tatsächlich wie. Man weiß gar nicht so richtig, wohin mit sich, weil es ist alles so eklig. Alles. Man mag nichts anfassen, die Schuhe sind nass. Alles ist nass. So, was der Tag heute bringt, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben noch keine Pläne gemacht und jetzt schauen wir erstmal. Aufräumen. Aufräumen. Trocknen. Hier mal feucht rauswischen. Ja, unbedingt. Man muss immer das Positive sehen. Was ist das andere Positive? Wir haben viel Wasser und wir haben viel Wasser. Das soll mal reichen. Das soll mal reichen. Ja, okay. Und viel Wasser. Fangen wir mit Würzen an. Würde ich mal sagen. Würz? Würz. Ich würz würzen. Und? Ja. Dann wird eingeweicht, eingewichen. Essen. Bin ich zufrieden? Ist okay. Essen ist fertig. Essen ist fertig.
Dann machen wir gerade mal hier jetzt Tagesabschluss von Tag 9, oder? Weil wir gehen ja heute bald ins Bett. Denn Winter is coming. 1 bis 3 Grad soll es heute Nacht haben. Und das sind wir tatsächlich nicht gewöhnt. Also jedenfalls, wir haben ein bisschen Bammel vor heute Nacht, weil die letzte Nacht schon so schlimm war. Aber dafür hatten wir einen sehr schönen Tag. Also wir waren heute Morgen wandern. Dann haben wir Mittagsschlaf gemacht, wie Sie es gehört, nach einer Wanderung. Dann Zeit zur freien Verfügung. Und Suso hat eine fantastische Zange gebaut. Da drüben liegt sie. Sonst, wie ist die Stimmung? Also bei dir jetzt? Bei mir gut. Man gewöhnt sich an alles. Ja, genau. Ja. So, aber jetzt ab in die Haia, sobald der Stuhl fertig ist. Gute Nacht. Oder hast du noch was zu sagen? Nö. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das sieht gut aus. Das Dankeschön. Na, da alles. Ja, doch kein Ding. Guck, ganz frisch, Entschuldigung, ganz frischer Bulle. Ist ein Bär, ist ein Bär. Wir sind ganz dicht am Bär dran. Da bis wir ihn halt finden. So, guck, hier ist er jetzt runter. Hey, das ist echt noch nicht lange her, gell? Ohne Scheiß. Oh, das waren zwei. Ach komm, ein schöner Abdruck, bitte, bitte, bitte. Irgendwo da unten ist er. Irgendwo da unten. Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Wir sind ganz dicht am Bär dran. Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Ohne Scheiß. Ganz frischer Bulle. Das ist ein Bär. Da bist du halt finden. Das ist echt noch nicht lange her, gell? Geil. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Hey, das ist echt noch nicht lange her, gell? Irgendwo da unten ist er. Irgendwo da unten. Da bist du mal halt finden. Ach komm, ein schöner Abdruck. Bitte, bitte, bitte. Oh, das war zwei. Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Ja, Tag 10 ist zu Ende. War ein schöner Tag, oder? Kann man schon so sagen. Super. Ich finde Feuer langsam echt lästig. Es ist schwierig anzumachen. Dann raucht es die ganze Zeit. Man hat es immer im Auge, die Nase tropft den ganzen Tag. Es macht keinen Spaß. Brennt in die Augen. Also wir sind mittlerweile schon ein bisschen durch, muss man sagen. Das, weil jetzt müssen wir hoch und müssen wieder Feuerholz sägen für die Bären.
Feuer, Maschine. Der Bär kommt nicht. Der kommt nicht. Ich will nicht wissen, ob er kommt. Nach wie vor. Gut, wir verabschieden uns. Gute Nacht. Das ist ein Bär. Wir sind ganz dicht am Bär dran. Der Bär kommt nicht. Der kommt nicht. Ich will nicht wissen, ob er kommt. Nach wie vor. Das ist ein Bär. Wir haben gleich. Irgendwo da unten ist er. Irgendwo da unten. Der Bär kommt nicht. Der kommt nicht. Das ist ein Bär. Läuft. Hey. GoPro Highlight. Jetzt? Weil ich so guckt habe. So, das erste Hauskonzert. Bravo! Dieses Konzert hat mir Zuhörer verdient. Ja. Super, sehr, sehr schön. Hammer. Krass. Du bist schon 1000 Sasa. So, jetzt nochmal 2 Wochen hier, dann hätten wir eine ganze Band beieinander. Mhm. Mit allem. Schlagzeug vielleicht. Schlagzeug. Mhm. Bass. Doppelte Boden. Das ist der doppelte Boden. Das stimmt. Was ist? Das ist doch ein richtiges Cowboy. Cowboy-Essen, ja, das stimmt. Ja, schmeiß noch. Schmeiß doch noch. Da scheiß noch und schleif. Ich freue mich jetzt echt mal auf was anderes. Wenn ich heimkomme, ich will keine Hülsenfrüchte mehr essen. Die nächsten 2 Monate, 2 Jahre. Schokolade und Bier. Da träume ich auch heute Nacht davon. Wenn man es nicht mehr nötig hat. Weißt du, wenn man Hunger hat. Das ist super schmecker. Aber wir haben zu viel Snacks gegessen, ne? Zu viel Nüsse. Ja, ich bräuchte einfach irgendwann mal was dazwischen, was anderes. Das ist ja nicht schlecht. Kriegst du jeden Tag Nüsse? Ja, die kann ich auch nicht mehr sehen. Feige, Dattler. Kann ich auch nicht mehr sehen. Alles. Kann ich auch nicht mehr sehen. Ich will dir bitte nicht nehmen. Ja. Du willst Schokolade. Ja, ich halt's wohl. Schokolade. Kriegst du ja bald. Ah, war das gut. War das lecker. Uli, und mit so viel Pfeffer, so lecker. Ja, das war lecker. Mach das gut, immer so stumpf. Okay. Pack mich hoch. Komplett. Ich spüre das schon in der Tage, genau. Ich spüre. Was? Also gut.
Morgen. Wir schreiben Tag 12. Das heißt, übermorgen dürfen wir wieder raus. Es ist halt, wir haben es schon mehrfach gesagt, aber es hat sich auch nicht geändert. Es ist ungeheuer mühsam alles. Ansonsten lassen wir es aber ruhig angehen. Ne? Heute Abend noch viel backen, noch einmal kochen. Morgen auch nochmal Hülsenfrüchte. Und dann dürfen wir am Montag absteigen. Ja, das wird schön. Ich freue mich auch vor allem jetzt echt wahnsinnig, weil ich natürlich auch weiß, dass es im Kühlschrank im Wohnmobil auf uns wartet. Schokolade und Bier. Das wird groß. Das wird ganz groß. Zeit, dass wir heimkommen. Ja, heute Nacht war wieder turbulent. Es hat richtig gestürmt und wir waren besorgt, sowohl wegen des Feuers als auch wegen unserer Aufbauten. Und jetzt hat es wieder einen Temperatursturz gegeben. Am letzten Tag, ich will einfach nicht aus dem Sack. Na gut, letzter Tag, wir haben nicht mehr viel zu tun. Wir müssen noch ein bisschen abbauen, zusammenpacken, damit wir morgen früh dann nicht mehr so viel haben. Dafür braucht man aber keine 12 Stunden. Von dem her bleibe ich jetzt einfach noch ein bisschen liegen. GoPro ausschalten. Deine Zange? Machen wir mal. Opfergabe. Ein Tod muss man sterben. Ein Opfer muss man bringen. So, die Scheiße ist am Dampfen. Wir sind in Steinwurfnähe am Ziel, kommen aber nicht rüber. Wir haben uns total verstrickt jetzt im Unterholz. Jetzt können wir die ganze Kacke wieder hochlaufen. Es war wirklich schlimmes Unterholz mit diesen blöden, schweren Rucksäcken. Überall bleibst du hängen und wieder zurück. Ah. Limbo, alle 5 Meter Limbo.
Oh, die Rucksäcke werden auch nicht leichter. Ich bin glaube ich nicht ganz bei mir. Wir haben es geschafft. Was war für dich das Schlimmste? Schlimmste war immer am Boden. Ja. Immer am Boden, immer auf die Knie, immer alles in die Knie. Also mein Schlimmstes war es Ungeziefer, tatsächlich. Also Zecken, Flöhe, Stechviecher, keine Ahnung, was das für welche waren. Auf jeden Fall bin ich kompletter Streuselkuchen. Und das Zweitschlimmste für dich? Rauch. Feuerrauch. Okay. Die ganze, immer Finger verbrennen, egal was man anfasst. Und alles schräg. Das war alles für mich schräg. So. Alles rollt weg. Ja, genau. Alles fällt um. Man steht nie alles gerade. Alles liegt im Dreck. Die Langeweile auch. Das war für mich auch am Zweitschlimmsten. Ja. Und das selbstverletzende Verhalten. Ich dachte, der Bär? Ja, im Nachhinein nimmer. Jetzt, wo er sie nie gezeigt hat. Er hat doch gar keine. Wenn der kommen wäre, dann. Ah. Also für mich das Schönste waren eigentlich die Nachtgeräusche. Ja. Weil immer wenn ein Tier im Wald stirbt, dann weiß ich, ich bin's nicht. Die Natur ist mit sich selbst beschäftigt und nicht mit uns. Genau. Ja. Toll. Und natürlich die Natur. Also muss man ganz klar sagen, das ist der Hammer hier oben. Unterm Sternenhimmel zu liegen. Das klingt jetzt alles ein bisschen pathetisch, aber es ist halt geil. Es ist geil, wenn diese Birkenwipfel, die Sterne verwischen, das ist schon toll. Ja. Hier ist niemand. Alles voller Gegend, kann man sich nicht beschweren. Ich bin ja auch ganz zufrieden, aber hier bleibt mir diesbezüglich jetzt nichts anderes übrig. Ja. Also insgesamt, glaube ich, kann man sagen, toll. Jetzt ist es Zeit, uns zu verabschieden. Bevor wir das tun, möchten wir euch gerne noch einen kleinen Einblick geben in diesen wunderbaren Platz, auf dem wir sozusagen unser Basislager errichten durften, Zara Nomada. Und Bente ist jetzt hier. Bente und ihr Mann Jordi, sie führen diesen Platz seit 7 Jahren und es ist wirklich zauberhaft. Also wenn ihr mal in Rumänien seid, dann schaut hier unbedingt vorbei. Behind you is our house. And here we transformed the old barn into a small hostel and apartment. So upstairs, the whole attic is an apartment with a bathroom and a kitchen and of course a place to sleep. And downstairs we have a communal kitchen and a double bedroom. This is what we have here. We have a tiny place and we like to keep it like that. We like to keep it small and simple, like how we like to give it.